Hey, liebe Freunde, da sind wir auch schon wieder hier bei Resident Evil 4 Remake. Wir sind ja immer noch mit Ashley unterwegs zu Louis' Labor, wo wir unsere Parasiten entfernen wollen und sind jetzt hier auf einer Art Baustelle gelandet. Ja, und beim letzten Mal hatten wir ja natürlich auch erstmal wieder übelst den Stress gehabt. Ein so richtig krasser Regenerator, der sich ja sogar tatsächlich irgendwie mit Stacheln hier jetzt nochmal hier zu Wehr setzen kann. Ja, der war einfach ein bisschen gemein zu uns. Während Ashley dann eigentlich ja mindestens zwei oder dreimal von irgendwelchen Ganados hier verschleppt wurde. Und einmal habe ich sie leider auch versehentlich erschossen. Und, ach, wird schon wieder schlimm. Halt durch, Ashley, wir haben es hoffentlich bald geschafft. So, dann schauen wir uns mal hier um. Leon! Da. Der Lift. Wenn nur diese Wand nicht wäre. Tja. Da kommen wir vielleicht eigentlich aber sicherheitshalber rauf. Eine Abrissbirne. Eine Abrissbirne. Das mach ich. Was? Hast du überhaupt dafür einen Schein? Kein Witz. Nope. Ey, wo hat die sowas gelernt? Lernt ihr sowas heute in der Schule? Ja, Leistungskurs, Baggerführer. Echt? Sowas gibt's? Okay. Boom. Aber ganz schön laut. Fuck it. Wow, Ashley? Was zum Fick macht sie da? Warte mal, was? Ey! Runter da! Ah, Scheiße! Okay, ich muss ein bisschen rennen. Oh, verdammt, wir haben sogar einen Großen dabei. Sorry, keine Absicht. Leon, was habe ich dir mal über das Lügen erzählt? Daneben. So, warte mal kurz. Ach, warte mal, du hast einen freien Kopf. Das ist gut. Oh, sehr schön, ein Smaragd. Ich liebe Smaragde. Seid ihr schon fertig? Mehr kommt nicht? Ashley, okay, du, ich glaube, du hast Ruhe. Fürs Erste. Wer so nett nach einem Arschtritt fragt, sollte ihn bekommen. Oh ja, finde ich auch.
Och, nö, ey. Oh, was? Nein, die auch noch. Oh, verdammt. Aus dem Weg. So, okay. Ja, die Parasiten sind wir ja zum Glück schnell losgeworden. Okay, der ist tot. Na toll, Messer futsch. Aua! Aua, aua! Ah, gut erwischt. Sorry. Bist du fertig? Noch nicht ganz, warte mal. Wow, wer hätte gedacht, dass eigentlich ausgerechnet sein Hintern seine Schwachstelle ist. Und er davon stirbt. Okay, Ashley, bist du fertig? Hast du das gesehen? Das war so cool. Ich hatte leider... einen Beruf machen. Ja, finde ich auch. Aber ich will es eigentlich nur mal so nebenbei sagen, ich konnte leider nicht alles sehen, weil ja, ich war ein bisschen beschäftigt. Aber es war trotzdem cool. Tja, Ashley, die Abrissmeisterin. Mehrere Personen berichten davon, eine mysteriöse Leiche umherwandeln gesehen zu haben. Sicher das Ergebnis irgendeines verkommenen Experiments. Kann sie jemand von ihrem Elend befreien und ihr erbärmliches Dasein beenden? Okay, Auftrag, die übermächtige Bedrohung beseitigen. Gebiet Inkubationsstation. Ausgerechnet dort, das ist doch schon so weit weg noch. Muss ich ja erstmal wieder ganz weit zurück. Weil die Inkubationsstation, die ist... Oh, warte mal, da liegt ja noch eine... Blendgranate. Warte mal, Inkubationsstation, die ist doch... irgendwo hier hinten? Da. Die ist so weit weg. Tja, schätze mal, da haben wir keine andere Wahl. Obwohl, ich könnte es auch rauslassen, wenn ich wollte, aber... es geht darum... Ich meine, es ist ein Auftrag. Den können wir nicht einfach so ignorieren. Also noch einmal zurück. Ein bisschen Backtracken muss da sein. Falls ich überhaupt... warte mal, komme ich überhaupt dahin? Ah, hier, Blendgranaten. Ach, da. Ja, richtig, da ist ja eine Tür. Dann geht das ja eigentlich ja relativ schnell. Vorsicht, Vorsicht. Stimmt, ja, den Weg kann ich ja nehmen. Okay, dann geht das ja richtig flott hier. Ja, bevor ich ja jetzt hier den Lift nehme, erledige ich das mal schnell, falls ich überhaupt genug Munition dafür habe. Ich schätze mal, gerade deswegen war das ja eigentlich auch hier mit den, hier. Hier geht's weiter, genau, hier geht's ja zur Inkubationsstation. Und hier konnte ich ja Ashley wieder verstecken. Bleib hier. So, geht gleich in diese Richtung. Wäre ja nämlich ein bisschen doof, wenn ich jetzt Ashley rufen würde und sie jetzt eigentlich ja von dem Vieh hier praktisch mit zerfleischt wird. Bist du ja.
Alter, hier infiziert, Mann. Ach, Kacke. Gott, du siehst ja wirklich furchtbar aus, Mann. Au! Oh. Okay, das war's. Mehr nicht. Oh, okay, cool. Okay, zum Glück habe ich dabei nicht allzu viel Schaden gefressen. Einmal grünes Kraut reicht dafür. So, dann gucken wir mal. So, da ich ja gerade das meiste verschossen habe, brauche ich erstmal wieder Gewehrmuni. So, habe ich auch normale Rohstoffe? Ja, gut, dann noch einmal eine Ladung Pistolenmunition. Und dann war es das auch schon. So. Tja. Ja? Alles bestens. Der Auftrag war ein Klacks. Ich hätte echt gedacht, der wäre schwieriger, als ich die ganzen Parasiten da gesehen habe, die in ihm steckten. Aber wie es aussieht, ja. War doch gar nicht so schlimm. Ah, gute Arbeit. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. So. Gucken wir mal, was wir tauschen können. Obwohl, der Kelch der Buße wäre eigentlich ja schon eine gute Investition. Haha, gute Instinkte, Fremder. Hehe, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Ich weiß. Kaufe ich jetzt ein Spezial-Upgrade-Ticket oder nicht? Ich hätte eigentlich auch gerne den Koffer. Mein Rücken bringt mich um. Die Jahre sind wohl nicht spurlos an uns vorbeigegangen. Ein Aktenkoffer aus Leder. Ich meine, ich hätte ihn schon gerne eigentlich in meinem... Ach, ich nehme ihn mit. Wusste doch, dass du nicht kommst. Jederzeit wieder. Den nehme ich mal mit. So, dann schauen wir mal. Also, ich habe ja jetzt diesen Kelch hier. Kelch der Buße. Okay, der hat insgesamt 4 so eine Einsätze. Dann würde ich mal sagen, ich setze einfach mal 4 von alle von denen hier rein. So, Trio-Bonus. So. Sieht doch ganz gut aus. Für 35.000 das Stück. Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Du könntest mir mal das Zeug hier abnehmen. Ich kaufe fast. Danke. So, und was ich mit der Halskette mache? Tja, dafür brauche ich nochmal 2 rote Berils. Dann kann ich eigentlich, glaube ich, das Beste daraus holen. Ja. Wenn du nur den Hauch einer Chance haben willst, solltest nenn mich ruhig pingelig. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Ich weiß. So ist das nun mal. So, für die Stingray. Ah, da fehlt leider noch ein bisschen was. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. So, kann ich noch irgendwas Sinnloses verkaufen, was ich nicht brauche? Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was ist und nicht schlecht. Ach, so. Damit wäre dann wohl alles für diese Waffe getan. Obwohl, nee, vergiss es. Ja, okay, wie du willst.
Okay, mehr kann ich dann jetzt wirklich echt nicht machen. Ich habe angenehme Reise. Ja, gleichfalls. So, dann können wir jetzt endlich den Lift drauf. Wir sind ja jetzt praktisch hier einmal so direkt im Kreis gegangen. Und das auch nur, weil dieses verdammte Tor hier verschlossen war. So denn, schauen wir mal. Hoffentlich geht er. Das hat eine lange Ladezeit. Okay, Ashley, steigst du wieder ein? Danke. Weißt du, ich finde, wir geben ein richtig gutes Team ab. Ich schätze schon. Oder? Wer weiß, vielleicht werde ich auch mal eine Agentin. Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen. Wenn du meinst. Jedenfalls müssen wir dazu erstmal heil hier raus. Langweiler. Hey, ich nehme nur meinen Job sehr ernst, okay? Aber die Vorstellung, Ashley als Special Agent? Naja, wer weiß. Okay, hier kann ich nichts machen. Okay, hier scheint ja alles wieder mal so gut wie tot zu sein. Bernsteintransport. Ich möchte betonen, wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist. Lassen Sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt walten. Es ist von äußerster Wichtigkeit, dass der Schlaf des Heiligen Leibes nicht gestört wird. Was? Ja, aber hier liegt ja eine Menge Bernstein. Wow, da ist sogar ein riesiges Stück da drin. Tja, so viel zu äußerster Sorgfalt, ne? Am Arsch. Das muss es sein, wovon Louise gesprochen hat. Ja, eine Probe von den Bernsteinen. Hier ist ja eine Menge eingelagert worden und Louise sollte ja etwas davon beschaffen. Da fällt mir mal so spontan ein, was ist eigentlich überhaupt aus dem Kastellan geworden? Ich habe noch keinen gefunden, oder? Rohkristall. Der ist bestimmt einiges wert. Überlegene Spezies Bericht. Geliebter Lord Sadler, ich freue mich, gute Nachrichten überbringen zu dürfen. Die Produktion der überlegenen Plagerspezies hat offiziell begonnen. Wenn alles nach Plan verläuft, so versichere ich euch, werden wir unser Ziel erreichen. Der Plager ist ein wirklich verblüffender Organismus. Es ist in jedem Wirbeltier lebensfähig, sei es ein Mensch, ein Hund oder eine Krähe. Es gibt auf der Welt keinen vergleichbaren Parasiten. Die überlegene Spezies beeindruckt besonders, denn sie kann sich an den Wirt assimilieren, ohne dabei dessen Gehirn zu schädigen. Niemand kann sich eurer Herrschaft widersetzen. Nein, im Gegenteil. Wer würde sich noch widersetzen wollen, wenn er einmal die Freude erleben durfte, die mit der Abwesenheit von freien Willen einhergeht? Ich bin der lebende Beweis, wie unwissend ich doch einst war. In ein paar Tagen werde ich allen hochrangigen Forschern die Plage injiziert haben und auch sie werden es erfahren. Wenn euer Plan vollständig in die Tat umgesetzt wird, wird die ganze Welt es erfahren. Annabel Garcia Escuridero, leitende Forscherin. Oh Gott! Ehrlich mal. Ich meine, na gut, das Thema freier Wille ist immer eigentlich ja so gesehen eigentlich ja eine heikle Sache, aber mal im Ernst. Man sollte doch selber mal entscheiden dürfen, ob man sich unterwerfen will oder nicht.
So, kann ich wieder zurück? Ja, gut. Bin nämlich nicht ganz sicher. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz wieder runter, weil ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe den Kastellan irgendwo übersehen. Ich habe ihn zwar so gesehen noch nicht richtig gehört, aber wer weiß. Er könnte hier genauso gut auch auf der Baustelle versteckt sein. Deswegen, ich gucke noch mal kurz hier hin und dann, naja, wenn nichts ist, dann habe ich Pech gehabt. Bei der Baustelle und vielleicht sogar auch eigentlich ja in der Kläranlage. Da muss ich jetzt nämlich wirklich nochmal einen genauen Blick werfen, weil ich will den nicht verpassen. Weil ich habe den ja anscheinend ja noch gar nicht. Naja, 13 von 16, also für dieses Kapitel habe ich das echt noch nicht. Der ist noch nicht eingetragen. Also mal schön kurz die Lausche aufsperren, das ist wichtig. Naja, da gehe ich jetzt wirklich lieber auf Nummer sicher. Also ich will den jetzt nicht verpassen. Nicht, nachdem ich schon diesen guten Lauf habe. Also hätte ich jetzt eigentlich ja schon sehr früh eigentlich ja Kastellane verpasst, dann wäre es mir egal gewesen. Aber jetzt, wo ich ja, wie gesagt, eigentlich ja immer jeden schon gefunden hatte. Ja, das ist das hier. Okay, aber hier habe ich bisher noch nichts gesehen. Wie gesagt, meine Vermutung könnte ja sein, dass er wahrscheinlich irgendwo in der Kläranlage ist. Die machen es mir aber auch wirklich nicht gerade leicht mit dem hier. Da muss ich ja richtig krass die Lausche aufspüren. Komm's schon. Ganz schön ruhig, nicht wahr? Ich weiß. Ah, hier liegt ja noch was rum.
Komm schon, ich brauche nur so ein kleines Quietschgeräusch. Es würde mich nicht wundern, wenn er da irgendwo eigentlich in diesem Areal wäre. Hey. Moment. Ich hoffe ja nur, dass es da hinten auch jetzt ruhig ist. Okay, das Einzige, was ich nur höre, sind diese ollen Kakerlaken. Mehr nicht. Nee, ich höre einfach nicht dieses Geräusch. Ich brauche erstmal wahrscheinlich erstmal kurz Licht. Tja, aber ich habe bisher wirklich nichts gehört. Könnte sein, dass ich mich erstmal nochmal vielleicht ein bisschen mal daran mal umhören muss. Also ich weiß jetzt nicht so genau, wo der jetzt sein könnte. Ich weiß ja nicht mal, wie viel von dem Kapitel jetzt noch über ist. Wir haben ja jetzt schon wieder einiges hinter uns in diesem Bereich. Deswegen denke ich ja mal, das Kapitel ist schon so gut wie zu Ende. Hallo, Fremder. Hallo, Händler. Sag mal, hast du hier zufällig irgendwo einen hölzernen Kastellan gesehen? Ah, ich frage eigentlich lieber mal nicht. So, Ashley, fange ich mal wieder kurz. Gut gefangen. Immer noch. Hey, auf der Baustelle ist auch nichts. Tja, dann haben wir wohl keine andere Wahl. Wir müssen wohl noch einmal woanders nachgucken. So, dann fahren wir erstmal wieder rauf. Ashley, kommst du? Danke. Ich schätze mal, ich muss jetzt gleich irgendwann mal nachschlagen, wo der letzte Kastellan jetzt ist, also der 14. Weil es kann ja nicht sein, dass der jetzt einfach weg ist. Ich meine, klar, einige Bereiche kann ich zwar jetzt immer noch absuchen, sogar ohne Ashley, aber naja, ich würde ja gerne darauf verzichten. So, denn, aber ich würde jetzt trotzdem mal sagen, ja. Bevor es jetzt weitergeht und ich mir jetzt eigentlich ja tatsächlich hier ansehe, was es mit diesem ganzen Bernsteinzeugs hier auf sich hat, würde ich jetzt tatsächlich auch gerne an dieser Stelle einfach mal den Part beenden. Und dann sehen wir uns genau an dieser Stelle hier beim nächsten Mal wieder.
Vielleicht habe ich sogar auch bis dahin herausgefunden, wo der 14. Kastellan ist. Und dann ist auch alles gut so. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Resident Evil 4 Remake. Bis dann und ciao, ciao!